Willkommen zu den Teams-Updates vom Monat Juli für Führungskräfte und digitale Champions. Heute in ganz neuer Besetzung neben mir die Selina, auch eine Jägerin nach den neuesten Teams-News wie ich. Und wir teilen uns heute ein wenig auf. Wir haben 5 Updates vorbereitet. Mein Lieblings-Update kommt ganz zum Schluss und Selina startet mit ihrem. Update Nummer 1, mein absoluter Favorit. Wer kennt es nicht? Du bist in einem Online-Meeting und teilst deinen Bildschirm, aber die Werkzeugleiste ist immer im Weg. Mit der neuen Funktion hat dies ein Ende. Du kannst deine Präsentationen nun nämlich dynamischer und professioneller gestalten, weil die Werkzeugleiste ist nun frei bewegbar. Das heißt, du kannst sie von oben nach links, nach rechts, nach unten verschieben. Meine Empfehlung ist klar. Nutze diese Funktion, um deine Präsentationen noch besser zu machen. Ein absolutes Highlight, das du nicht verpassen solltest. Update Nummer 2 beschert uns eine verbesserte Voransicht von geteilten Dokumenten im Chat und in den Kanalbeiträgen. Früher war das so, wenn ich ein Dokument geteilt habe, dann habe ich immer nur das Excel-Logo oder das PowerPoint-Logo gesehen. Und jetzt kommt die erste Seite als Vorschaubild, damit wird dieser Link auch viel größer dargestellt. Und manchmal kann ich mir vielleicht sogar so den Klick ins Dokument sparen, weil ich schon weiß, um was es eigentlich geht. Eine gute, nette Neuerung, die uns vielleicht noch etwas mehr animiert, weitere Links zu versenden, denn das ist eine gute Idee. So lenken wir nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen immer auf das Ursprungsdokument und beflügeln die gemeinsame Zusammenarbeit. Update Nummer 3. Bisher wurden die Teams-Besprechungsaufzeichnungen im OneDrive des Aufnahmestarters gespeichert, also die Person, die den Aufnahmebutton gedrückt hat. Dies führte oft zu Verwirrung und machte es schwierig, die Zugriffsrechte zu verwalten. Jetzt neu werden die Besprechungsaufzeichnungen im OneDrive des Organisators gespeichert, das heißt die Person, die das Meeting aufgesetzt hat. Meiner Meinung nach sorgt dieses Update für eine klare Verwaltung und mehr Sicherheit bei deinen Meetings. Und Update Nummer 4 ergänzt dies noch on top. Denn du als Organisator hast nun die volle Kontrolle darüber, wer Zugriff auf Besprechungsinhalte wie Transkripte, Aufzeichnungen oder KI-generierte Zusammenfassungen hat. Super wichtige Funktion, um die Kontrolle über die Verteilung von wichtigen Besprechungsinformationen sicherzustellen. Ein wichtiger Schritt für eine bessere Organisation und die Verwaltung deiner Daten. Update Nummer 5 ist mein ganz persönliches Lieblingsupdate, weil ich sehr, sehr oft auf dem mobilen Gerät arbeite, auf meinem Handy und da möglichst viel machen will, genauso wie wenn ich das auf meinem festen Gerät mache. Und darum ist es mein Lieblingsupdate. Bisher war es nämlich nicht so einfach, meiner Kollegin, der Selina, einen Link von einem Dokument zu senden, das faktisch auf dem SharePoint liegt. Ich musste da immer zuerst ins Dokument rein und dann mühsam über Share und so weiter ihr diesen Link übermitteln. Jetzt kann ich ganz einfach anfügen, zum Beispiel im Teams-Chat oder im Teams-Beitrag anfügen und so sehr simpel durch all diese SharePoints browsen, wunderbar elegant das richtige Dokument auswählen und schnurstracks ihr übermitteln. Das ist eine tolle Verbesserung, bin gespannt, was ihr davon haltet. Und ich bin vor allem auch gespannt, ob ihr mein Lieblingsupdate oder das von Selina besser findet. Hinterlasst es uns doch im Kommentar. Wir freuen uns drauf.